Roten Geburt braucht 25 Geschicklichkeit. Gut, ich habe 20. Und ja, wenig Konstitution. Das heißt, ich könnte ein paar Stufenaufstiege vertragen. Doch wir brauchen schon ziemlich viel EP zum Level Up. Ja, wir haben 2885 oder was das war von 12.000. Sehr schön. Also ich meine, das ist nicht sehr schön. Das sind wenige. Das sind verdammt wenig EP. Und naja, wir gehen jetzt erstmal hier rein in diesen Kopfjäger-Versteck hier und schauen uns mal an, was uns hier so erwartet. Ja, Zorn der Eleven, dann... Wow, 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 setz das mal ein. Ich schick den Sturm hier runter. Wow, wow, wow. Und sie sind sowas von am Verrecken. Heilige. Ich finde Meryl schon sehr nice, aber die braucht unbedingt mehr Verteidigung. Also die muss mehr standhalten, dann geht sie verdammt ab. Ich weiß auch... Okay, Leute, haltet die Position. Nein, wartet, 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 wartet. Okay, mein Sturm schicke ich hier hin. So, jetzt den hier platt machen. Oh oh. Leute, verreckt doch jetzt hier nicht. So. Das ist nur ein... Wow, wow, wow. Kleiner Meuchelmörder. Wieso habe ich gerade wirklich den Heiltrank eingesetzt? Und hat er gerade wirklich so wenig gebracht? Nicht gut. So, jetzt hier noch eine Fähigkeit reinhauen. Gut, und das war's soweit mit Meryl. Komm, wenn wir alle auf den Meuchelmörder gehen, dann... Ja, komm. Gut. Dann war's das soweit. Und einen Kommandant haben wir noch. Gut. So, der sollte jetzt aber auch noch down gehen und dann haben wir das soweit geschafft. So. Geht doch. Ich frage mich, warum wir hier immer so verdammt wenig EP bekommen. So, gefangene Abtrünnige, hallo. Schnell, bevor noch mehr Wachen kommen. Terry sagte, sie würde einen Weg finden, mich zu retten. Das werde ich euch niemals vergessen. Gut. So, dann gehen wir mal... Joa, dürfen wir denn hier rausgehen? Weil dann würde ich hier rausgehen. Oha, was haben denn die ganzen Kopfgeld-Meuchelmörder hier? Also die Kopfgeldjäger-Meuchelmörder hier alles da gelassen. So, da war schon mal ein Schlagring. Bringt mich natürlich nicht sehr viel weiter. So, was ist hier in der Kiste? Heiltrank, immerhin. Hier geht's nicht lang, oder? Nein, schade. Lass mich durch, Meryl. Fette Sau. Wurst. Nein. So, jetzt haben wir hier noch eine Truhe. Ich glaube nicht, Komplex. Dass ich das kann. Ja, ich will sowieso mal verstehen, wie man auf Schurken das Truhen öffnen, das gehen kann. Muss ich verstehen, wie das geht? Naja, wenn ja, dann habe ich wohl irgendwas verpasst. Denn irgendwie... Naja, ich muss mal schauen, wo das geht, denn ich würde das schon ganz gerne skillen, damit ich dann mal ein paar Truhen aufbekomme hier. So, da haben wir eben einen Ring bekommen. Was der bringt, schauen wir gleich mal nach. Hier ist noch ein Ring. Gut, was bringen uns denn jetzt die ganzen Ringe? Der 7 Beobachter, kritischer Schaden. Und wir haben ausgerüstet Fingerfesseln der Galgenburg-Sklaven. Dann haben wir hier einen Ring mit 8 Mana, 8 Ausdauer. Gut, sie kann noch eintragen. Ich würde sagen, den... Oder, ja, gut, dann kann ich mit dem Rest nicht mehr, wow, nicht mehr so viel anfangen. Und wir gehen mal weiter jetzt in Richtung Ausgang. Weil wenn das alles war, dass wir hier nur die eine, retten mussten halt. Ich wollte jetzt irgendwie rekrutieren sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Egal, also, die haben wir gerettet. Und geholfen und bli und bla.
Und jetzt darf ich doch langsam auch mal wieder in ein anderes Gebiet, ich oder? Ich habe noch nie von einem Dalish gehört, der dort schon gewesen ist. Ich glaube, euer Volk reist auch nicht allzu oft von Insel zu Insel. Nein, eigentlich nicht. Ihr solltet eure Wagen noch nicht wasserdicht machen. Ich glaube nicht, dass Lomarin schon bereit ist für die Dalish. Jo, da vorne ist die nächste Fuge an Gegnern. Ein Sturm und dann schwächen wir die alle mal wieder hier. So, sind da noch mehr? Ich glaube nicht. Nee, das war's. Sehr schön. Also, das gefällt mir aber hier schön mit Meryl. Die hat ordentlich Power. Die macht Schaden bis zum geht nicht mehr. Also, die haut da wirklich richtig schön Schaden rein. So, jetzt sollte ich erstmal in die... zu den Dogs gehen, oder? Nee, genau. Wir gehen erstmal zum Vicom. Denn ich denke da... Also, ich will erstmal da meine Belohnung erhalten. Okay. Der Auftrag des Vicom war nämlich dieses mit den Seeräubern. Was mir dann jetzt ja eben nochmal eingefallen ist, als ich das gelesen habe. So, wie kommt? Ich komme. Oder soll ich zu Yalen oder Jelaine? Hallo, du bist Lieutenant nicht der Lieutenant Harley meinte, ich solle mit euch wegen einer Belohnung sprechen. Genau. Ist das alles? Euer Handgemenge mit den Evets-Plünderern erwähnt ihr nicht einmal? Dass ihr sie alle getötet habt? Sie hatten viele gute Leute auf dem Gewissen. Dank euch hat sich das nun endgültig erledigt. Da wäre nur noch eine winzige Kleinigkeit. Evets, den Anführer, habt ihr nicht erwischt, richtig? Oh oh. Nein, sie wurden von Fel Orden angeführt. Evets ist der Schlimmste von allen. Er will bestimmt irgendwann Rache nehmen. Er soll es ruhig versuchen. Ha, das wäre in der Tat töricht von ihm. Nochmals danke für eure Hilfe. Na, kein Problem. Und wenn wir denn jetzt schon mal hier sind... dann würde ich sagen, wir werden mal Isabella rauskloppen, Fenris mitnehmen. Und Fenris ist ja Stufe 12. So, jetzt möchte ich gerne auch nochmal bei ihm gucken, was der hier bei Fähigkeiten... Da habe ich ganze 3 Fähigkeitspunkte. Leute, vergesst, was ich gesagt habe. Moment. Fenris, T-Winter-Flüchtling. Gut, wir lassen Fenris im Team. Er wird mein zweihändiger Krieger. Wir skillen Sensenmann. Trennung, nee, Zyklon will ich haben. Tornado benötigt Stufe 13. Der wird voll und ganz Zweihand. Oh mein Gott, das wird so ein... Oh, der totale Tank, wenn ich das jetzt so lassen würde auf Konstitution. Braucht er sonst noch Stärke oder ist das so okay? Nein, Stärke ist er dann aber auch ziemlich schlecht. Jetzt hat er 200. Okay, ich möchte, dass er 220 Leben erstmal hat durch Konstitution. Und das gehen wir auf 30 Stärke, ja. Sehr schön. Leute, wie bin ich denn darauf gekommen? Also, Fenris, den brauchen wir wirklich, den müssen wir behalten. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier so haben. Wir haben Gürtel mit Mana und Ausdauer, Gürtel mit körperlichen Schaden. Der Gürtel bringt auch 3 körperlichen Schaden. Ring bringt nochmal mehr Crit. Und Amulett, 3 körperlicher Schaden. Sehr schön. So, soweit ist er ausgerüstet. Rüstung habe ich jetzt nicht für ihn, aber Waffe sollte ich den Eidbrecher haben. Hammerlatten. Alter, der Eidbrecher, ne, der... Wow, also da bleibt mir jetzt echt nichts anderes zu übrig zu sagen als wow. Aber wo sind die zweihändigen Fähigkeiten, wenn ich fragen darf? Er hat doch jetzt... hier, okay. Sense zu Sensenmann, Wirbelsturm zu Zyklon und mächtiger Schlag. Sehr schön. Dann gehen wir weiter und gehen mal zu den Dogs. Zuerst haben wir ja noch massenhaft Aufträge und wow. Ich sag nur wow, Leute. Fenris ist jetzt total... Der ist einfach nur stark. Also echt, ich brauche eine Rüstung noch für ihn und... Boah, Fenris kloppt einfach alles kaputt hier. So, Kunari. Ich habe eure Patrouille gefunden. Sie wird nicht wieder zurückkommen. Ihr habt mich meiner Pflicht beraubt, Basra. Wir wurden für diese Aufgabe ausgestattet, aber stattdessen habt ihr sie erfüllt. Also nehmt, was für uns gedacht war. Danke. So, schön Geld bekommen, dann können wir jetzt auch mal weitergehen. Und wir schauen erstmal hier vorbei, denn ich bin mir nicht sicher, was ist das denn jetzt hier für ein Auftrag? Besser als die da war ich aber schon, oder? War ich hier schon? Yo, Schiffsbeobachter, Hallöchen. Habt ihr das hier vielleicht verlegt?
Man bekommt jetzt also durch Aufträge verdammt viel XP. Fällt mir, also merke ich jetzt gerade mal. Und ihr bestimmt keinen Zusatzbeitrag für eure. So, wir wollen jetzt mal weiter hier. Nicht in die Richtung, sondern in das hatte die. Mit Devin ein Ende. Und wenn ich jetzt genau Glück habe, oder wenn ich das mal richtig... Habe ich das jetzt richtig gemacht, dann müsste das hier jetzt auch wieder ein beendeter Auftrag sein, wenn ich gerade richtig denke. Weil das ist natürlich ein bisschen verwirrt. Ich denke gerade gar nicht an die Aufträge, ich mache die einfach nur. So, ja, genau. Herrin Selby. Hallo. Ich habe die Magierin beschützt. Nein. Euch den Kopf von einem tiefhängenden Balken gestoßen. Verfolgt ihr mit dieser Fragerei irgendeinen Zweck? Ich frage mich nur, warum ihr die ganze Zeit so missmutig dreinschaut. Vielleicht liegt es an der ständigen hirnlosen Belästigung. Ach, Fenris, mach dir da nichts draus. Man wird oft in seinem Leben belästigt. Naja, manchmal kann das sein. So, und ich denke mal, oh, ich will sofort eigentlich gerade mal den Eidbrecher und alles austesten, weil ich bin gerade so scharf drauf. Zweihändige Krieger sind hier einfach... Also, wow. Ich weiß nicht. Fenris müsste theoretisch so verdammt stark sein mit den Fähigkeiten und... Jetzt auch auf Stufe 12 und alles, das hat sich richtig gelohnt. Und den werde ich auch im Team lassen, denn ich brauche ihn. Ich brauche ihn auf jeden Fall. So, in die Dunkelstadt wollte ich nicht. Ich wollte jetzt erstmal in die Oberstadt. Denn ich werde auch nochmal nach einer Rüstung schauen für ihn, ja? Ja, ja, das werde ich machen. Ich werde erstmal schauen, was das Ganze so... was wir da so alles deichseln können. Wenn ich für heute Abend kein Kleid. Ja, war, dass ihr nach einer berühmten Retterin benannt habt. Rotlichtviertel, genau. Wieso kommen wir in die Oberstadt und sind gleich im Rotlichtviertel? Aber naja, gut. Moment, Leute. Ihr wisst, immer wenn ich hier bin, muss ich der blühenden Rose einfach einen Besuch abstatten. Und nein! Seit wir hier bei Fenris waren, können wir hier, glaube ich, nichts anderes mehr machen, oder? Och, nö. Das ist doch so schade. Können wir hier jetzt echt nichts mehr machen? Hallo? Hallo? Nee, geht nicht. Das ist doch nicht allein deine Schuld, Schätzchen. Ich hätte mögt ihr euren Namen nicht? Mein Name war der Wunsch meines Vaters. Und ich wollte auch eine Ritterin werden, aber... Ich verstehe. Es ist trotzdem ein guter Name. Ein starker Name. So, Fenris, dann sprech dich mal aus, Kollege. Ich kenne meinen wahren Namen nicht. Mein Besitzer nannte mich Fenris. Seinen kleinen Wolf. Könntet ihr euch jetzt nicht selbst einen anderen Namen geben? Könntet ihr das? Nein, ich werde die Patrouillen um euer Anwesen nicht noch einmal umstellen. Es hat schon zu viele Fragen gegeben. So, jetzt wird das ja hier wirklich zum Rotlichtviertel erforschen hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Sack, wo bestimmt, ja, nur Plunder drin ist. Und ich denke mal, ich habe den Lagerraum gefunden. Heilige. Ich durchlaufe hier das ganze Haus, während Fenris und Evelyn da einen schönen Smalltalk haben. Aber wir wollen jetzt auch wieder raus hier, denn es geht ja weiter mit Aufträgen und es geht vor alledem weiter, indem ich jetzt einen Händler suche, denn ja, Fenris gefällt mir jetzt schon, also der gefällt mir jetzt schon deutlich mehr, also der hat jetzt wirklich schon Power, muss ich sagen. Und ich werde erstmal alle Zweihandfähigkeiten hier hinpacken, was ist das denn? Kräfte sammeln, sehr schön. So, und wir suchen weiter nach einem Händler, den finden wir ganz woanders. Zu sein, oder? So. Nein, ich werde die Patrouillen um euer Anwesen nicht noch einmal umstellen. Es hat schon zu viele Fragen gegeben. Ihr verletzt mein Stolz. Das hat Evelyn eben auch schon gesagt, dieses mit der Patrouille, aber egal. Zugegeben. Und wieso haben wir hier denn jetzt noch einen Auftrag? Was willst du denn von mir, Zwerg? Ihr. Das alles ist allein eure Schuld. Was habe ich gemacht? Eure und die diese.